Von den steuerlichen Regelungen werde ich jetzt mal in die Vogelperspektive wechseln, weil in der Tat bei der Immobilienanlage natürlich eine ganze Reihe von Aspekten eine Rolle spielt. Ganz oben auf natürlich die Märkte, die uns im Moment sehr beschäftigen, die wir aber leider nicht beeinflussen können. Die Besteuerung, haben wir eben schon einige Themen zu gehört, ist natürlich ein wichtiger Aspekt, wenn Immobilienanlagen vorgenommen werden. Bei den institutionellen Investoren spielt das Aufsichtsrecht natürlich eine ganz starke Rolle. Die Anlageverordnung für die Pensionskassen, die Versorgungswerke entsprechend die landesrechtlichen Regelungen. Das wird auch spannend sein, was 2023 passiert. Es sind ja Reformen auch geplant. Bei der Anlageverordnung überlegt man sich, wie könnte es weitergehen, aber auch bei den landesrechtlichen Vorschriften für die Versorgungswerke denkt man ja über eher risikobasierte Ansätze nach. Das heißt, da kann sich durchaus einiges auch in den nächsten ein, zwei Jahren ändern. Solvency II, bei den Versicherungsunternehmen natürlich die Frage, wie ist das Ganze eben Eigenkapital zu gewichten, bei den Banken CRR. Ja, daneben natürlich rechtliche Aspekte, wie sieht die Governance aus, welchen Einfluss habe ich, bin ich eher passiv, aktiv in meiner Anlage, bei der Bilanzierung, Dekonsolidierung oder muss ich es letztlich konsolidiert zeigen, welche Werte werden angesetzt. ESG ist eines natürlich der wichtigen Themen in den letzten Jahren geworden und wird weiterhin auch sehr Bedeutung haben. Und letztlich Reporting ist natürlich auch immer wichtig, wie komme ich an die Zahlen, welche Informationen brauche ich und welche Informationen liefere ich. Das führt dann beispielsweise dazu, dass die Europäische Zentralbank regelmäßig auch die Zusammensetzung der Investitionen von institutionellen Anlegern berichtet. Hier mal am Beispiel Q3 2022. Da sehen auf europäischer Ebene jedenfalls die Immobilienanlagen noch überschaubar aus, also keine Überallokation in Immobilien zu sehen, wobei das hier natürlich sehr stark vereinfachend und auch für die Eurozone länderübergreifend dargestellt ist. Ja, welche Anlageformen, ganz vereinfacht, haben wir in Immobilien? Natürlich einmal die Direktanlage, letztlich die einfachste Form, die wir sehr stark natürlich immer noch sehen in der Praxis. Über Immobiliengesellschaften, das kann einstöckig sein, mehrstöckig, das kann Joint Venture sein oder eben eine Tochtergesellschaft, die Immobilien hält. Die Fonds, Investmentvermögen, national wie international, beliebte und auch sinnvolle Anlageform. Und dann sehen wir nach wie vor Sonderformen, beispielsweise über Anleihen, über Notes, die dann ein Immobilienrisiko abbilden. Bei der Direktanlage in Immobilien haben wir natürlich die Frage, wie wird letztlich der einzelne Anleger besteuert? Es gibt bei bestimmten Einrichtungen durchaus Herausforderungen, weil nicht ganz klar.